Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Ich habe Schmerzen in der Schulter. Das hört man häufig. Gefühlt kommt es ja gleich nach, ich habe Rücken. Aber woran können diese Schulterschmerzen eigentlich liegen? Natürlich, wie so oft, gibt es viele Ursachen. Eine kann der Verschleiß des Schultergelenks sein. Omarthrose heißt das im Medizinerdeutsch. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und mein Gast ist Dr. Thomas Weber. Er ist leitender Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weber. Herzlich willkommen, Frau Seifert. Ja, sind Sie selber eigentlich auch schon mal verletzt gewesen an der Schulter? Ich weiß, Sie sind Bobfahrer, Sie sind Handballer, da ist ja ein hohes Verletzungsrisiko gegeben. Das ist richtig. In meiner Karriere als insbesondere beim Handballspielen diverse Verletzungen gehabt, meistens Sprunggelenks, Umknicktraum. Schulter zum Glück aufgrund eines guten Muskelkorsetts heil geblieben. Aber hat Sie das motiviert, Orthopäde zu werden, diese Sportlichkeit auch schon in der Jugend und zu sehen, oh Gott, rechts und links verletzt sich mal einer? Auf jeden Fall. Also man beschäftigt sich beim Sport ganz intensiv mit dem eigenen Körper und mit der Funktion. Und das ist etwas, was mich schon von klein her auch begeistert hat. Und heute legen wir ja den Fokus auf die Schulter. Ich habe es ja schon gesagt in der Anmoderation, Schulterarthrose oder die Arthrose dann im Schultergelenk. Was ist das genau? Was passiert da im Körper? Ja, letztendlich geht es ja darum, dass die beweglichen Knochenenden mit Knorpel überzogen sind. Und letztendlich ist die Arthrose der Knorpelverlust auf beiden Seiten der Knochenenden. In diesem Fall ist es dann letztendlich der Pfanne am Schulterblatt und des Oberarmkopfes. Und es gibt dann verschiedene Reaktionen, insbesondere Entzündungsreaktionen, die letztendlich verschiedene Pathologien, Veränderungen durchführen, dass eben halt Knochenanbau an den Seiten stattfindet, dass die Kapsel schrumpft, dass die Schmerzen, die Funktion wird eingeschränkt. Mhm. Es ist erst Bewegungsschmerz, dann kommt es zum Ruheschmerz und eben halt auch zu einem plagenden Nachtschmerz. Und letztendlich dann führt das zu einem Dauerschmerz. Okay. Und die Funktionseinschränkungen führen letztendlich auch dazu, dass man sich nicht mehr die Jacke anziehen kann, nichts mehr aus dem Regal nehmen kann und es damit zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität kommt. Genau, und jetzt laienhaft gefragt, ist es dann so, dass so viel Reibung entsteht und dadurch kommt es zu diesen Schmerzen? Oder wenn der Knorpel irgendwie... Der Knorpel selber ist gar nicht innerviert, der hat gar keine Schmerzen. Ja. Sondern letztendlich ist es der Knorpelverlust. Okay. Und das Reiben von Knochen und auf Knochen, ja, das ist das, was wehtut, weil die Knochenhaut Knochen, ja, auch schmerzhaft ist und innerviert ist. Okay, und das heißt, es beginnt damit, dass der Betroffene merkt, Mensch, ich kann nicht mehr ans obere Regalfach ran oder ich kann mir die Jacke nicht mehr anziehen, irgendwas stimmt nicht. Im Vordergrund steht in erster Linie der Schmerz. Ja. Und im Nachhinein kommen dann die Bewegungseinschränkungen, also, die an der Schulter relativ lange noch toleriert werden, im Gegensatz zu Gelenken der unteren Extremität, Knie oder Hüftgelenke, weil man die ja auch zur Fortbewegung braucht und die auch beim Alltag eben halt auch belastet werden. Die Schulter werden dann kompensiert und man lebt sehr lange mit Einschränkungen, ja, bis es dann letztendlich dann auch zum Ruhe- und Nachtschmerz kommt und okay, dann... Und dann ist der Impuls da, ich muss doch mal zum Arzt und da mal drauf gucken lassen. Ja, ja, genau. Hoffentlich dann auch. Und woher kommt das? Ist das jetzt eine Alterserscheinung, Verschleiß? Assoziiert man ja immer erstmal so mit fortschreitendem Alter. Es gibt viele Ursachen für die Entwicklung von Arthrose. Es gibt die primäre Arthrose, das heißt, es ist ein Geschehen, was ganz viele Ursachen hat. Wo man auch sagt, das hat eine genetische Disposition. Überbelastung spielt gar nicht so eine ganz große Rolle. Aha. Das weiß man, weil man rechte und linke Schultern sind annähernd gleich in der Betroffenheit der Arthrose. Okay. Egal, ja, ob es jetzt die dominante oder nicht dominante Seite ist. Es gibt aber auch bestimmte Verletzungen oder Mechanismen, die eben halt dazu führen, dass es zu einer Arthrose kommt. Wenn die Schulter häufig ausrenkt, hat man ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Arthroseentwicklung. Auch ein Riss der Rotatorenmanschette,
der Sehnenmanschette, die die Schulter stabilisiert, führt letztendlich auch zu Knorpelveränderungen und Knorpelverlust. Das heißt, es können Sportverletzungen sein oder Knochenbrüche oder sowas, die das dazu führen. Auch. Brüche sind nochmal ein gesondertes Thema. Gerade mit dem Brüchen von den Muskelansätzen der Rotatorenmanschette, die für die Funktion der Schulter extrem wichtig sind, kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Und das kann man häufig auch mit Rekonstruktion mit Platten oder Nägeln nicht ausreichend wiederherstellen, so dass es dann letztendlich zu einer dauerhaften Arthrosen, posttraumatischen, nach einem Unfall bedingten Arthrose führt. Okay. Eine weitere Ursache kann eben halt auch Rheuma sein. Hier ist die Ursache in den immer wiederkehrenden Entzündungen im Körper, in der Schulter, die diese Veränderungen durchführt. Okay. Und sind denn Frauen wie Männer gleich oft betroffen aus Ihrer Erfahrung? Und wie ist das durchschnittliche Alter der Patienten? Naja, je älter, desto wahrscheinlicher. Desto wahrscheinlicher. Ja. Man sagt so, 33% der über 60-Jährigen haben eine mehr oder weniger ausgeprägte Arthrose im Schultergelenk. Okay. Was nicht so selten ist. Nee, das wäre jeder Dritte ungefähr, ne? Genau. Hat das irgendwie. Okay. Und was, wenn jetzt jemand nach längerer Leidenszeit ja offensichtlich dann doch mal sagt, ich muss zum Arzt, irgendwas stimmt da nicht. Was tun Sie als erstes? Was wird abgeklärt? Welche Untersuchungen sind notwendig? Naja, letztendlich muss man erstmal reden. Ja. Man muss erstmal abklären, was sind die Ursachen? Wobei sind die Ursachen? Wie lange bestehen schon die Ursachen, die Schmerzen? Und was ist an Therapie schon erfolgt? Was haben wir an Diagnostik? Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist letztendlich auch die klinische Untersuchung. Das heißt, man muss die Schulter untersuchen, man muss fühlen, welche bestimmten Einschränkungen sind da. Und da gibt es ganz dezidierte Untersuchungen, die das letztendlich klar eingrenzen können. Und nach der Befragung und der Untersuchung habe ich eine Verdachtsdiagnose. Ja. Und die Diagnose wird zu 80% aus der Anamnese und aus der klinischen Untersuchung gestellt. Die Bildgebung ist dann letztendlich die Bestätigung dessen, des Verdachts, oder? Des Verdachts, genau. Genau, das ist sozusagen nochmal die Beweisführung. Ne? Sie haben jetzt schon gesagt, die Therapie schon ein bisschen anklingen lassen. Die Frage ist natürlich dann, was mache ich dann? Ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage. Wie wird es besser? Wie geht es weg im Idealfall? Nun weiß ich, Sie sind auch Physiotherapeut, haben Sie nämlich gelernt, bevor Sie Medizin studiert haben. Da würde ich jetzt auch denken, man wird es ja erstmal probieren, oder? Mit Physiotherapie, mit Übungen. Ja, das mit Hitze. Ist absolut richtig. Also die konservative Therapie. In die Grundsätze der Orthopädie ist ja letztendlich vom Konservativen zum Operativen, vom Gelenkerhalt zum Gelenkersetzenden. Das heißt, in diesem Algorithmus muss man letztendlich erstmal mit der konservativen Therapie anfangen. Krankengymnastik, Wärme. Die Entzündung spielt ja in dem Krankheitsbild eine besondere Rolle und deswegen sind eben halt auch die Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten, den sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika, zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac, sehr, sehr hilfreich. Mhm. Die nicht nur den Schmerz lindern, sondern eben halt auch die auslösenden oder verschlechternden Entzündungsreaktionen hemmen. Okay. Man kann letztendlich auch Elektrotherapie durchführen, Ultraschall. Es gibt ein ganzes Potpourri aus konservativen Maßnahmen. Invasiv, Gelenke halten sicherlich auch dann irgendwann die Spritzen. Das einfachste und entzündungshemmste Medikament, was wir kennen, ist Cortison, dass man das lokal appliziert. Das heißt, mit einer Spritze haben wir den Vorteil, das direkt in das Gelenk hinein zu spritzen. Und es wirkt dort viel besser und intensiver und die Dosierung ist viel gezielter, als wenn man das als Tablette zum Beispiel nimmt. Genau, und hat es auch weniger Nebenwirkungen? Bei Cortison denkt man ja immer sofort, oha. Grundsätzlich ja, weil letztendlich die systemische Wirkung vom Cortison deutlich weniger ist, als wenn man das jetzt als Tablette nehmen würde. Okay. Und wie lange würde man sagen, wir diese konservative Therapie probieren? Über welchen Zeitraum muss man sich doch da gedulden, bis es hoffentlich besser wird? Das ist hoch individuell. Mhm. Das kann man so gar nicht sagen. Der eine macht dreimal Physiotherapie und dem geht es schon viel besser. Ja. Der andere braucht 10, 15 Mal und ist immer noch nicht beschwerdefrei. Letztendlich ist das alles ein Versuch, um die Beschwerden zu lindern. Wir versuchen, die Schmerzen damit zu reduzieren,
das Fortschreiten der Arthrose zu minimieren und die Beweglichkeit zu erhalten. Okay, und wann landet man dann doch wieder bei Ihnen, weil man sagt, okay, das bringt alles nichts, es ist vielleicht doch ein Eingriff notwendig, eine Prothese? Fragezeichen. Das ist richtig. Im Grunde genommen ist es immer auch hier eine individuelle Betrachtung. Das hängt von dem Leidensdruck des Patienten ab. Solche Operationen sind ja elektive Eingriffe, das heißt kein Muss, sondern die werden durchgeführt, wir bieten etwas an und der Patient sagt, er kommt so nicht zurecht, er sieht keinen Ausweg mehr, er hat alles probiert, ja, er kommt nicht zurecht, genau, und möchte letztendlich Abhilfe. Und da kommt dann die Endoprothese ins Spiel. Genau, und wie sind da die Ergebnisse? Ich glaube, die sind ganz gut. Man denkt ja erst, oh Gott, Prothese, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Man hat Angst davor. Oder nicht, wenn die Patienten bei Ihnen sitzen und sie das erste Mal mit der Idee kommen? Es ist sehr differenziert zu betrachten. Es ist letztendlich so, haben Sie einen Oberarmbruch gehabt? Haben Sie vor dem Unfall sind Sie schmerzfrei gewesen und haben eine gute Funktion gehabt? Und die Prothese muss dann verschiedene Defizite realisieren. Ja. Die kommt ja auch erst ins Spiel, wenn alles andere scheitert. Richtig. Oder gescheitert ist. Mhm. Und dann sind die Ergebnisse meist unzufriedenstellend. Das ist ein großes Problem. Und das ist leider sehr, sehr häufig. Und deswegen kommt es auch zu sehr vielen, deswegen ist die Schulterprothese meist sehr unbeliebt und hat einen schlechten Ruf. Ja. Haben wir aber eine Arthrose, haben wir sehr gute Ergebnisse, auch nach 10 und 20 Jahren. Okay. Die Standzeiten von Schulterendoprothesen nach 20 Jahren liegen auch noch bei 85%. Das ist vergleichbar mit Hüft- oder Knieendoprothesen. Mhm. Also gute Ergebnisse bei der Ursache Arthrose. Bei der Ursache Arthrose, genau. Und dann kann man ja, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, welches Implantat das richtige ist, oder? Auch da muss man ja individuell gucken, was da geeignet ist. Auf jeden Fall. In der Regel versuchen wir anatomisch zu bleiben. Das heißt, der Oberarmkopf bleibt rund und die Pfanne bleibt konkav, also flach. Und solange die Rotatorenmanschette intakt ist, ist das ein sehr gutes Konzept. Und die Beweglichkeit ist gut, die Schmerzfreiheit können wir weitestgehend auch garantieren. Mhm. Und die Beweglichkeit wird auch nach einer Operation deutlich besser, wie sie vorher gewesen ist. Ja. Haben wir aber einen Defekt der Rotatorenmanschette, was durchaus auch je nach Alter eben halt auch bedingt sein kann, dann gibt es einen Trick, dass man die Kugel und die flache Pfanne austauscht. Das heißt, man setzt an die Pfanne eine Kugel und setzt in den Oberarm eine flache Pfanne, eine sogenannte inverse Prothese. Und diese inverse Prothese verlagert das Drehzentrum nach innen zum Körper, zur Körpermitte. Okay. Und dadurch kriegt der Delta-Muskel, der deltaförmige Muskel, der weiter weg vom Drehzentrum liegt, einen besseren Hebelarm und kann Defizite der Rotatorenmanschette ausgleichen. Auch hier sind weitestgehende Schmerzfreiheit, genau, und eine deutlich erhöhte Verbesserung der Beweglichkeit Das Ziel, ne? Und wird auch erreicht. Das ist ja wahrscheinlich das Hauptziel und Hauptanliegen der Patienten, zu sagen, bin ich danach schmerzfrei, ist meine Lebensqualität wieder in Ordnung, ne? Kann ich mich wieder so gut es geht bewegen? Ob die dann Tennis spielen können, weiß ich nicht danach. Handball, Tennis sind jetzt nicht die geeignetsten Sachen, aber ja, moderat Sport ist auf jeden Fall keine Kontaktsportarten, wird grundsätzlich empfohlen und ist auch wieder möglich. Mhm. Bis zu 80-90% erreichen die Patienten auch den vorher ausgeübten Sport mit einer Endoprothese. Okay. Das ist ja ganz gut. Wie lange dauert denn so ein Eingriff und wie oft nehmen Sie den vor am Westklinikum? Kann man das schätzen? Bis zu 50 Mal nehmen wir diesen Eingriff vor. 50 Mal im Jahr. 50 Mal im Jahr. Ja. Und der Eingriff dauert 60-75 Minuten. Gut, das ist ja eigentlich relativ kompakt, ne? Die Frage ist natürlich immer dann, was kommt danach noch an Nachbehandlung auf den Patienten zu? Auch das hängt davon ab, ob die Rotatorenmanschette intakt ist. Letztendlich muss man, um die Prothese zu implantieren, die Rotatorenmanschette eröffnen. Mhm. Man implantiert dann die Prothese und anschließend muss der vordere Muskel wieder angenäht werden.
Und da der insbesondere für die anatomischen Prothesen sehr wichtig ist für die Funktion, muss der 6 Wochen lang geschont werden. Okay. Weil es eben halt auch ein Sehnengewebe ist, was schlecht durchblutet ist und auch eine 6-wöchige Heilung benötigt. Mhm. Krankengymnastik ist natürlich auch schon möglich und sollte auch durchgeführt werden. Erste Bewegungsübungen, passiv-assistiv, also geführte Bewegung durch den Physiotherapeuten. Okay, und das kann man ja dann ambulant machen oder ist man dann noch in so einer Reha-Klinik in der Regel? Man fängt in der Regel mit einer Physiotherapie an und eine Anschlussheilbehandlung kann dann im Verlauf erfolgen, um letztendlich die Funktion und die Defizite, die man vorher schon gehabt hat, wieder auszugleichen. Okay. Jetzt habe ich Sie natürlich ganz viel zur Schulter gefragt. Die Frage ist, machen das Ihre Familienmitglieder, Ihre Verwandten, Ihre Freunde auch? Dass Sie immer sagen, oh, hier zieht was, da tut was weh. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ja, auf jeder Familienfeier werde ich gefragt. zu allen möglichen Gelenken und das mache ich aber auch gerne und das ist ja letztendlich auch mein Beruf und auch meine Berufung. Also von daher ist das etwas, was ich gerne in Kauf nehme. Wenn Sie das jetzt nicht machen, die Fragen beantworten und in der Klinik sind, was tun Sie dann? Wie entspannen Sie jenseits des Krankenhauses? Ja, ich habe ein altes Bauernhaus mit einem großen Garten und da gibt es immer irgendetwas zu tun. Okay. Entweder am Haus irgendwelche Renovierungsarbeiten oder im Garten gibt es immer Hecken schneiden, Rasenmähen, gibt es alles Mögliche. Gut, da kann man sich auch was am Rücken holen oder an den Gelenken, ne, wenn man nicht aufpasst. Das ist richtig, aber ich habe ja als Physiotherapeut gelernt, wie man sich rückengerecht und gelenkschonend behandelt. Genau. Und das darf man, glaube ich, verraten, weil unsere Hörer sind auch große Fans natürlich von Boris Herrmann. Sie hatten mal das Vergnügen, mit ihm zu segeln, ne, in Kiel. Ja, ja, ich habe während des Studiums angefangen, das ist eine ganz lustige Geschichte, während des Studiums angefangen zu segeln, habe ich einen Segelkurs gemacht. Ein Jahr später bin ich gefragt worden, ob ich nicht mal die Kieler Woche mitsegeln wolle. Und bin dann auf meinen damaligen noch nicht bekannten Steuermann getroffen und dem ist die Kinnlade runtergefallen und mir dann erstmal gesagt, das ist ja die größte Regatta der Welt. Und wir haben es dann ausprobiert und es hat auf Anhieb wirklich gut funktioniert und dann bin ich da näher eingestiegen und durfte dann auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mitsegeln. Toll! Und unter anderem eben halt war damals eine in der Klasse der 505er ein sehr tolles Teilnehmerfeld und unter anderem eben halt auch Boris Herrmann, der jetzt als Profi über die Weltmeere segelt. Das ist toll und verfolgen Sie natürlich auch, wenn er segelt. Absolut. Absolut. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die Schulter und über die Arthrose im Schultergelenk, was das eigentlich bedeutet, dass man vielleicht nicht zu lange warten sollte, wenn man merkt, es schmerzt, man ist bewegungseingeschränkt und dann doch irgendwann mal den Fachmann aufsucht, denn es gibt eine Menge Lösungen, das haben wir gelernt. Und die Prothese ist dann ganz am Schluss vielleicht nochmal die Lösung, wenn nichts anderes hilft. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.